Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valley. Ich bin Mr. Katafie, euer Let's Play in das Kaninchen. Und es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, jedenfalls für mich. Und ich habe auch ein bisschen erkundet in den vorherigen Gebieten, was man auch daran sieht, dass ich jetzt doch dezent mehr Eicheln habe, ein paar mehr von den Talismanen und deutlich weniger Energie, aber dafür mehr Energiezellen. Ich habe nämlich doch einiges gefunden. Zwei Sachen habe ich gefunden, weil ich Fähigkeiten plötzlich hatte, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, als ich in dem Gebiet war. Und dann gibt es auch Sachen, die ich einfach komplett übersehen habe, beziehungsweise ich habe in einem im Startgebiet gab es eine Ecke, die ich nicht besucht hatte. Komplett ignoriert. Dafür gibt es in anderen Gebieten, habe ich null Ahnung, wo ich suchen soll. Und naja, wir laufen einfach weiter. Ich hoffe, dass ich noch das ein oder andere Secret finde. Nicht Secret, sondern die ein oder andere Fähigkeit. Und ich habe noch eine der Standard-Nachrichten gefunden. Ja. Kaum zu glauben, wie sehr ich mich freue darüber, diese Standard-Nachrichten zu finden. Und es gab den korrekten Hinweis, dass ich vermutlich nicht bei allen E gedrückt habe. Ich habe jetzt mal bei zwei, die ich noch gefunden habe, eine, die wir schon mal gesehen hatten, und der anderen, die ihr, ach, weißt du was, jetzt mal seht. Da habe ich mal bei beiden nochmal E gedrückt, um zu gucken, ob das was ändert. Es kam das Geräusch, es kommt immer zweimal, das ist mir aufgefallen. In response to the recent sabotage attempt and arrest of the culprits, I am ordering all Pathfinder operations to be suspended and all leaf suits to be locked away until project completion. The suits are too powerful to fall into the wrong hands. Additionally, I am requesting all evidence of the sabotage attempt, including Private First Class Edwin Hall's own leaf suit and Miss King's recordings, to be gathered and sent to storage until a proper military tribunal can take place. Until then, all suspects will remain in detention. With the recent increase in production, it should not be long. Der Typ dreht völlig am Rad. Der ist völlig wahnsinnig geworden. Ja, niemand hatte mehr leaf suits. Bei der Hatz habe ich auch, bei diesem geilen Hatz... Was ist denn hier los? Aua! Bei diesem geilen Hatz-Level habe ich auch das ein oder andere übersehen, wie ich erwartet habe, weil ich einfach gehatzt bin wie ein Wahnsinniger. Weswegen ich jetzt hier auch ganz entspannt lang gehe und nicht rumhatze, sondern mich umgucke. Wobei hier sieht es... Also grundsätzlich habe ich eh das Gefühl, dass ich nochmal durch alles durchlaufen muss. Das Schöne ist, man kriegt immer angezeigt, wie viel noch fehlt. Also wie viele Medaillen man noch finden kann, wie viele Energie-Upgrades und sowas. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Dann weiß man, dass man aufhören kann zu suchen. Ruhe. Dann hat's noch mal ein bisschen. Oh Gott. Und richtig, richtig gruselig ist es, wenn man durch Level geht, hier das Hatz-Level war so eins, ohne dass man redet. Das heißt, ich meine, ich rede ja mit mir selbst, jetzt direkt, wenn ich das jetzt mal einfach objektiv betrachte, rede ich ja mit mir selbst. Aber man stellt sich ja schon vor, dass man mit jemandem, also dass ich mit euch rede, dass ihr schon da seid. Und wenn das nicht ist, ist das Spiel an manchen Ecken schon dezent spooky. Also, ich habe da schon das Gefühl gehabt, ich wurde permanent verfolgt und irgendwas springt ja gleich aus der Ecke. Das war schon... Dazu kam auch noch, dass die... Dass ich einen kleinen Bug hatte, ich weiß es nicht, denn ich bin einmal bei diesem Hatz-Level gestorben und dann hat die Musik nicht mehr vernünftig mitgemacht. Das heißt, man hatte einfach nur noch ein ominöses Pochen ab und an und keine echte Musik mehr. Das war so... Äh.
Ich meine, das jetzt geht sogar noch, ne? Jetzt ist es nicht so schlimm, weil man einfach gar kein Geräusch hat, außer die eigenen Schritte. Wobei auch da, wenn man nicht redet, wenn keine Geräusche da sind, dann fängt man an, irgendwann auch Schritte zu hören, die nicht da sind, beziehungsweise die eigenen Schritte teilweise zu missinterpretieren und... Ja, also... Ich weiß nicht, wie Leute Horrorspiele spielen können, ohne dass dort irgendwie jemand da ist oder dass man mit jemandem wenigstens so tut, als würde man reden. Also, ne? Als würde man mit jemandem reden. Oh Gott, bleib du ganz entspannt. Ist doch was? Ist da was? Nee. Oder kann ich da hoch? Ich kann da hochlaufen? Ist hier was? Warte mal. Ich war auch auf dem Kopf in dem Hatz-Level. Ich hab halt wirklich... Ich bin da... Also ich bin ein paar Mal insgesamt gestorben. Das war... All in all eher nicht so erfolgreich in der Hinsicht, dass man sagt so... Oh ja, das war die... Wenigsten sterben... Also die wenigsten Tode pro Minute. Aber das gehört ja dazu, wenn man so ein bisschen erkundet, dass man... Was ist das? Ach, das ist ein Stück von dem... Von den Schienen dort. Na, das ist knapp. Allerdings habe ich jetzt nichts gefunden, bis auf die eine Sache mit dem Slenderman-Notizding. Im Startlevel. Was jetzt irgendwie besonders ist. Also, Talismane, Energie-Upgrades. Ansonsten nichts. Da gucken wir doch mal hin. Hier ist nichts. Ist auch so ein Ding, man hat in dem Spiel immer keine Ahnung, ob man auf dem richtigen Erkundungsweg ist oder ob man einfach die Spielmechanik, dass ich halt sehr hoch springen kann, sehr weit springen kann und solche Späße in Richtungen ausnutze, die nicht von den Spielemachern geplant war. Und dann gleich irgendwo lande, wo nur der Tod uns noch helfen könnte. So, halt, stopp. Wir drehen wieder um und gucken uns um. Denn wir wollen nichts verpassen. Da ist nix. Ach, da hätte ich hochlaufen können. Ja, das ist sehr schlau. Was der Video macht, Katafi. Aber es gibt wirklich richtig... Also es gab in dem... Ach, wie hieß das Level? Da, wo wir das erste Mal in dieser Fabrik waren. Ganz, ganz oben auf dem Berg. Als wir dann dort auch die Fähigkeit bekommen haben, uns von Ast zu schwingen. Wie ein Äffchen. Dort gab es eine Stelle, wo man dieses Wandlaufen brauchte. Das heißt, es gibt wirklich immer wenig vermutlich. Aber es gibt sie, diese Stellen. Und dann kommt man an Orte, an die man sonst nicht kommt. Also die Spielemacher gehen schon davon aus, dass man zurück schaut und versucht alles zu finden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir denn leider wirklich alle Medaillons brauchen, um die Pyramide zu öffnen. Bedeutet, ich werde noch ein bisschen suchen und sammeln müssen. Gut. Weg von der Vergangenheit, auf zur Gegenwart. Wir haben leider ja erfahren, dass... Weg von der Vergangenheit. Jetzt rekapitulieren wir doch mal. Nein, also... Na, ist ja... Wir haben erfahren, dass die... Die beiden, die eigentlich dafür sorgen wollten, dass das hier endet, wurden gefangen genommen und der Wissenschaftler wird immer wahnsinniger. Die alten Gebiete waren noch ziemlich tot, muss ich sagen. Also da war... Es war zwar oben die Anzeige, war immer noch bei Energy, dass... Ich hab grad atmen gehört. Dass dort eigentlich genügend Energie noch vorhanden ist, aber es waren so unglaublich viele Bäume tot. Total komisch.
Und wirklich in jedem Gebiet, also nicht nur irgendwie in einem Gebiet, wo man sagt, ja, du bist da mal gestorben, dann bist du nicht mehr zurückgelaufen, um... Oh, was ist das da unten? Halt! Kaninchenaugen haben es gesehen. Was ist das da? Es sieht aber so aus, als würden wir da noch hinkommen. Ja, das sieht sehr danach aus, als würden wir da noch hinkommen. Wir gehen jetzt hier einmal runter. Da wird sich das ganze Blatt wenden, beziehungsweise... Oh, halt. Du leuchtest ganz... Noch ein Schritt mehr und ich wäre tot. Ich gehe mal davon aus. Ich postuliere mal, dass wir da unten noch hinkommen werden. Und was auch super lustig ist, ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen in der Vergangenheit sozusagen. Hübsch. Grafikbug. Ich dachte, das wäre so eine Slenderman-Notiz gewesen, weil die so leuchtete. Die Steuerung, man ist so viel besser in der Steuerung jetzt. Also ich habe, wenn ich überlege, in diesem, wo wir die drei großen, ich nenne sie jetzt mal Wurzelknoten, aktivieren mussten, um den Weltenbaum... Ah, das stimmt. Das sieht danach aus. Ach, guck mal, ich muss hier... Find a way to the Astral Weapon System. Ja, ja. Da musste ich ja über solche Abgründe springen. Und ich bin da ja total panisch gewesen, weil ich die ganze Zeit Gefühl hatte, ich stürze ins Wasser. Und es war so viel einfacher jetzt. Okay, das heißt, ich muss da an die Wand, denn dort rumlaufen. Die Frage ist, nee, ich muss denn da lang. Bringt mir das da irgendwas nach da zu laufen? Nee, gut, dann... Und hier könnt ihr jetzt ja keiner mehr hin kommen, weil ja keiner die Leaf Shoot mehr hat. Ah. Brain melting. Okay. Warte, wir gehen dahin. Gah! Warning. Weapon testing facility. Use of deadly force. Authorized. Use of deadly force. Ja, haben wir schon mitbekommen. Steht hier. Ja, das sind, glaube ich, die Teams, ne? Die Valkyries. This is military live firing area. Bunker assignment. Und ich glaube, dass wir wirklich noch irgendeine Fähigkeit bekommen werden. Tram Tunnel. Das ist die Fabrik. Ach du Scheiße. Es ist wieder Tag? War eben Nacht? Also, jedenfalls. Das letzte Mal, als wir draußen waren, war es Nacht. Toll, ich treffe natürlich nicht den Baum. Proving Grounds. Ah, geil. Ja, mach kaputt. Ach du Scheiße. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mehr als genügend der Eicheln habe. Da muss ich jetzt nicht hier jeder Eichel nachlaufen. Bringt mir das was, hier runter zu gehen? Bringt es mir? Ja, bringt es mir. Neugier! Ach du Scheiße, will ich überhaupt hin?
Ich glaube, ich bin schon zu weit. Ich glaube, hier wollte ich noch gar nicht hin. Da wären wir jetzt gleich hingekommen. Ach ja, die Neugier. Die Neugier. Ist des Kaninchens tot? Irgendwann nochmal. Ganz schön laut. Meine Fresse, warte mal. So. Fallen dir mal die Öhrchen ab. Ein bisschen lauter kann es schon sein. Ist ja auch mal eine Sache, ich muss das ja einpendeln danach dann immer nochmal. Ich mache das immer nachträglich. Dann wird es schwierig, denn die Geräusche und die Musik. Und ich meine, es ist ja sehr, sehr schöne Musik. Definitiv. Und das muss man ja sagen: Musik ist immer etwas, oder Sound ist immer etwas, was enorm wichtig ist, wenn es um Atmosphäre geht. Und das können die hier, Atmosphäre. Aber es muss ja immer auch nicht die Ohren wegprügeln, ne? Hat ja auch keiner was von. Alter, alles tot. Guck dir das an. Es wird immer schlimmer. Kacke. So viel Energie habe ich gar nicht, um das hier alles irgendwie wieder zu leben. Das ist natürlich auch ganz schön. Es zeigt, dass die Maschine wirklich deutlich mächtiger ist als wir. Wobei wir ja den Live-Seed haben. Den sind wir ja... This must wear, start testing. Ach so. Ach so. Na gut. Na, oh. Ja, das erklärt natürlich dann auch einiges, weil wenn da eine Bombe runtergeht, dann wird hier sicherlich... Oh Gott. Noch ein bisschen mehr Leben entzogen werden. Ich meine, ich kann aus ein paar Grashalmen bestimmt keine... Energie rausziehen, aber wenn ich hier so ein ganzes Fußballfeld wegbombe von Gras, wo muss ich denn hin? Da. Immer noch da. Ist ja ganz klar. Dann wird das schon Unterschied machen, würde ich sagen. Ein Bunker? Bomben, weißt du, das ist das erste Gute, das ist im Krieg und so, aber trotzdem. Die erste Idee, die man dazu hat, sind Bomben? Ernsthaft? Oh, halt, 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 halt. Genau sowas kann ich ganz gut gebrauchen. Guck mal, ich kann. Oh, was ist das hier? Ach so. Trotzdem. Welche Möglichkeiten diese Technologie bieten würde. Naja. Also da ich davon ausgehe, dass ich eh für die Pyramide alle brauche, alle Talismane, werde ich die dann so nach und nach auch mal wieder sammeln. Aber ich werde, glaube ich, jetzt erst wieder versuchen, wenn ich auch entweder eine neue Fähigkeit habe, sodass ich sagen kann, ach okay, ja doch, da, sowas hatte ich gar nicht gedacht, dass ich das machen könnte. Oder... What the fuck? Ach, guck mal! Wenn ich ganz, ganz viel Langeweile sozusagen habe und mich jetzt hinsetzen, weil das... Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde... gespielt und... Stunde, anderthalb Stunde ungefähr. Und versucht herauszufinden, wo noch was ist. Steh auf! Liebe! Lauf! Ja, ne? Hoffen wir mal, dass hier noch keine anderen Tierchen sind. Gerade bei den kleinen Viechern, bei den Leuchtgnömchen hier, die haben ja Demons, wird das schwierig, die zu sehen. Und auch bei, wenn hier irgendwo Wildhasen sind, wird es auch schwierig, die zu erkennen in dem hohen Gras.
Ja, ja. Ihr lebt wieder. Sehr schön. Die wuseln. Na, wie viel brauche ich? Acht. Ah, laut. Aber acht. Die bitte? Auf Wiedersehen. War schön mit Ihnen. Hat Spaß gemacht. Finde ich übrigens, das finde ich ja gerade sehr interessant. Und warum ich das gerade so interessant finde, ist eigentlich, vielleicht ist es vielleicht gar nicht so interessant, aber das hier ist ein Militärlager und die Tür war wieder verschlossen. Das heißt, nachdem das Militärlager dort aufgeschlagen wurde, also das Militär hat dieses Tor geöffnet und danach hat es... Was ist das für ein Riesenloch? Oh Gott. Und danach hat es die Natur oder irgendwer wieder verschlossen. Okay. Navigation Pathfinder Training. What the fuck? What the fuck? Aber, dann muss ich hier hin? Pull together the Valkyries. Alle zusammen, die Valkyren haben nur halb so viele Medaillen, wie wir brauchen, um in die Pyramide einzutreten. Ich habe gehört, die Raptoren sind ein gutes Stück des Weges dort vorangekommen. Aber... Ich wette da auf die Landsharks, also auf die Landhaie, dass sie zuerst dort eintreten. Wenn die so schreiben, klingt das für mich danach, als würde es definitiv mehr als genügend Medaillen geben. Weil wenn die darum kämpfen und einige davon schon eintreten können, vielleicht bevor die anderen, dann ist das für mich ein Zeichen, dass es davon mehr als genug gibt. Aber diese Folge endet jetzt schon wieder und wir gucken beim nächsten Mal, was ist dort unten eigentlich. Weil das dürfen wir hier nicht... ignorieren. Au. Gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Da oben ist auch noch was. Seht ihr das? Das gucken wir uns auch dann noch an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.